So. Wie kommen wir da hoch? Es muss einen anderen Zugang zu der Höhle geben, denn hier unten ist ja nichts mehr. Ich versuche mich jetzt auch hier mal wieder rauszuschleichen. Bleib da. Da sind noch zwei Kisten. Da ist auch noch eine. Glaube, ab hier kann ich normal laufen. Ah, super. Super. Nice. Hinten noch was versteckt? Ne. Nichts. Gut. Puh, ja dann. Gehen wir erstmal wieder raus, weil halt nicht die Banditenhöhle. Wundert mich. Wundert mich echt. Er läuft hier gerade nicht schneller. Aber wie ich da hochkomme. Es waren halt überall Sackgassen. Gibt mit Sicherheit dann noch mal einen anderen Eingang. Okay, dann erstmal wieder raus. Ah, oh, Tageslicht. Schön. Da ist bestimmt jetzt einmal der Tag vergangen. Also hier war es nicht. Wir hatten ja noch eine andere Höhle, falls ihr euch erinnert, in der Nähe von Ardea, wenn wir jetzt hier weitergehen geradeaus. Einmal hinten rum, sozusagen unterm Leuchtturm irgendwo, wo auch noch ein Oger war. Wo kommen wir denn hin, wenn ich jetzt hier hochgehe? Vielleicht ist hier noch mal ein An. Lulu. Noch mal ein anderer Eingang. Das ist echt super. Gut zu wissen, dass wenn ich jetzt hier im Schleichmodus bin, dass es da direkt nimmt ohne Animation. Seht ihr? Speicher mal direkt. Jetzt wo wir. Aha! 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 Nice! Oh, super! Ich freue mich echt, wirklich. Geil! Bück dich. Ja, das mit dem Bücken. Fördert. Geht's da auch? Oh, hier sind aber viele Truhen. Ah, schön, 38 Gold, wunderbar. Mein Qualler. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nicht, nicht, nicht. Oh, ey, Alter, Schwert. Nicht während eines Kampfes. Das bringt nichts. Komm her. Mine Gravler. Oh. In heutigen Spielen, da würden die einen Fang mit sein, mit ihren beiden Krallen oder was es sein soll, oder ihren, ja, Extremitäten, und würden einen zu sich ranziehen und dann auch mit dem Mund das Leben aus dem Gehirn saugen. Oh, da hat er gerade das Schild nicht oben gehabt. Habe ich ihm aber gesagt, aber er hat es nicht gemacht. Komm, zwei Schläge noch, ein bisschen Geschichte. Genauso wie deine Freunde unten im. Ja, ey, Alter. Ja, okay, manchmal können die anscheinend trotzdem die Verteidigung durchbrechen oder so. Och nö! Abgebrochen. Schon wieder Goblins da oben. Da habe ich ja Bock drauf. Was ist denn das hier? Schutz vor Eis? Ja! 36 Pfeile. Super, wir hatten bloß noch drei oder vier. Geil, da können wir direkt mal den neuen Bogen ausprobieren. Verdammt. Müssen sich natürlich genau jetzt bewegen. Hier ist auch noch mal eine Kiste. In die Wampe, du Sack. Dein scheiß Goblin-Gesicht. Euch habe ich ja gefressen. Ob das so klug war. Ja, bestimmt. Das sind echt die miesesten Gegner, die Goblins. Gut, die Wildschweine sind auch nicht so super.
das ist echt unmöglich, ne? Und? Okay, so ging's. Das ist schon sehr einfach. Sind auch sehr klein. Nee, aber echt. Die machen mir echt das Leben ganz schön schwer. Hoffen wir, dass da jetzt nicht so viele kommen. Ah, das ist bestimmt das Obergeschoss der Höhle, wo ich hin wollte. Bisschen Futter haben wir noch mit hier. Fleischschwanzenkram. Heilt immerhin 10%. Da können sich nicht alle, aber ein paar heutige Rollenspiele echt was abschauen. Ne? Das ist immer noch, ja, doch schon das Anfangsgebiet, wenn man das so nennen kann. Und hier ist schon einiges los. So. Ja, genau. Gib mal den Knüppel her, den brauchst du jetzt nicht mehr. Die haben immer das Fleisch, Schwanzenfleisch dabei. Le Truhe? Hab gedacht, wir kriegen hier vielleicht schon mal was zum Abbauen, dass wir hier die Spitzhacke mal verwenden können, die ich irgendwann mal für 50 oder 80 Gold mitgehen oder ja, gekauft habe. Zu schwer. Ja, verdammt, wir brauchen schwere Schlösser. Bleib so, bleib so. In deine ekelhafte Goblinfresse. Ja, noch einer. Na komm. Keine Angst vor euch. Oh, das war nicht so. Ja, dumme Viecher. Selber schuld. Ah, was soll's. Ja, ist halt nur schade, dass man die Pfeile nicht wiederbekommt, wenn man die jetzt hier lootet. Müsste doch noch. Ja, genau. Ein Knüppel müsste hier noch rumliegen. So, das hatten wir. Hier oben ist auch noch einer. Hoch mit dir. Also bei den Goblins anscheinend echt eher lieber nach hinten gehen und dann einfach immer mal zuschlagen und gar nicht ran, wie ich sonst immer bei den Minecrawlern machen muss oder bei den Nanu. Da ist er ja wieder, der nächste. Da ist noch eine Kiste. Ah, er hat mich schon mitbekommen. Hoffentlich nur er und nicht dieser Goblin noch. Das wäre dann mein Todesurteil. Minecrawler und Goblin. Oh, verdammt. Rums, rum. Kein Durchkommen. Oh, der war gut. Das sieht gut aus. Zwei, drei Schläge noch. Ja, da wollte ich wieder zu viel. Ne? Da wollte ich den letzten Schlag noch setzen, aber dann... Ah, Gott sei Dank. Sehr schön. Huch. Ach, okay, gut. Hat das Spiel eigentlich damals schon so eine leichte Ragdoll-Engine gehabt oder ist das eine eigene? Zu schwer. Ich glaube, die haben immer eine eigene verwendet, ne? Ist also auch verschlossen. Da ist direkt die nächste Truhe. Ja, doch, hier sind wir oben. Ja, du einsamer kleiner Goblin. Ah!
Schön, schlagen wir beide vorbei. Wieso treffe ich den denn nicht? Der blockt doch nicht mit seinem scheiß kleinen Knüppel, oder? Lass mich mal wieder heilen. Wunderbar. Hätten wir das? Halt. Soll speichern. Sicher, sicher. Wunderbar. Noch mal ein paar Bolzen. Okay. Auch so dran. Drei Fackeln. Und was war das hier? Ein Fläschchen. Sind wieder zwei Oger. Ah ja, genau, hier ist auch die Stelle. Hier war der Minecrawler drauf. Den wir von da unten mal gesehen hatten. Da oben hockte der. Tja, die Oger müssten wir uns wieder einzeln rausziehen. Halt. Okay, die patrouillieren anscheinend hier oben durch das kleine Höhlenlabyrinth. Heidex und sowas nehme ich mit. Bring ein paar EP. Oh, da ist er. Hoffentlich nur einer. Drück die Daumen. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwo runterfalle nachher. Na? Wisst ihr auch, Ogea? Oh, da wollte ich zu viel. Nee, war okay. Scheiße. Ich nehme es mit zwei von euch. Ja, vergesst das. Wir müssten einen synchronen Schlagrhythmus haben, dann wäre es nicht so schwer. Das ist gerade ein bisschen doof, weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo hier die Brücke war. Hier. Ja, das ist dumm, die haben unterschiedlichen Schlagrhythmen. Oh ja, das war gut. Wir müssen halt mal gleichzeitig zuschlagen, dass ich hier auch mal was landen kann. Oh oh. Okay, ich hatte geblockt, kam trotzdem irgendwie durch. Ach, Mist, Mist, Mist. Einer kein Problem, aber zu zweit, wenn sie dann unterschiedlich schlagen und ich dann zwischendurch mal reingrätschen will, erwischt mich einer von beiden auf jeden Fall. Ich weiß, ich benutze die Zauber nicht. Was haben wir denn? Haben wir vielleicht irgendwas? Tiere rufen. Das anvisierte Ziel, okay. Versetzt das Ziel in Schlaf. Blitzschlag. Kann ich mir so einen Oger zähmen? Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es mal mit so einer Schlafrolle. Nicht die Eidechse. Da könnte ich nicht durchbringen. Schon schlag mal. Nee, das machen wir nochmal. Der kam jetzt alleine. Toll. Hätte ich das gewusst.
dauert halt immer eine Weile, bis der hier so einen Zauberspruch raushaut. Geht nicht von jetzt auf gleich, leider. Kommt der erste. Der zweite steht noch da drüben, super. Treffpunkt Brücke, komm schon. Heroisch auf der Brücke. Doch. Wie halt manchmal das Schild einfach nicht hochnimmt. Schlagkräftig. Aber die schlagen halt Gott sei Dank nicht so schnell hintereinander. So, einer noch. Och komm, echt jetzt? Ohne Scheiß? Hat er doch nochmal durchgehauen, ne? Trotz Schild oben. So, Heilung für den zweiten. Dürfte reichen. Sofern da nicht noch mehr kommt, wenn ich jetzt mal ausgehe. Also die Banditenhöhle ist es wahrscheinlich nicht, in der wir uns gerade befinden. Guck mal, da geht es gar nicht weiter. Verdammt, ich habe versucht, eine Kombo durchzubringen. Okay, da steht an der Wand, da könnte ich vielleicht zweimal schlagen. Ja. Bisschen Ausdauer. Oh ja, die Ausdauer. Oh, dann nehmen wir die Wand. Komm. Und einer noch. Und weg mit dir. Nice. Haufen Schnaps haben die dabei. So, was haben sie denn alles geklaut? Eine Schatulle, die ein paar Gold bringt. Ein Goldpokal. Noch eine Schatulle. Großes Lagerfeuer. Mehr nicht? Echt nicht? Ohne Scheiß. Das ist alles eine Feuernessel. Och. Na gut, dann gehen wir wieder. Schade. Hätte jetzt nochmal mit einem fetten Schatz gerechnet, na dann halt nicht. Genau, hier lang. Waren wir jetzt hier schon? Ja. Ich wusste, wir waren hier, aber ich wusste nicht, ob das mal vor einem Speichern war. Oder vor einem Neuladen. So, und hier war irgendwo noch was, was ich mir noch mal anschauen wollte. Das hier. Schade. Nichts versteckt. Na gut, gehen wir wieder raus. Endlich. Wieder Licht. Es wird langsam Nacht, ganz langsam. Das wird ein Eingang zu Kap Dun sein. Jo. Ha. Na sowas. So, warte mal. Waffenbündel. Wir haben 3 Stück. Die können wir erstmal hier abgeben. Wir finden später noch mehr. Wo ist er denn da oben? Der Schweine. Scheiß Schipper. Ich habe hier 3 Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Ihr, ich werde sie dir bezahlen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
Wir müssten doch was machen. Und zwar die Waren von Urgras holen, damit wir irgendwann auch mal hoch in den Turm können, um mit dem Paladin zu reden. Benzel hieß der, ne? Oh, ich überlege gerade, wo die Waren rumliegen von dem Urgras. Das mit der einen überfallenen Lampenölkarawane zu tun hat, aber ich glaube nicht, weil die war ja für Ardea. Oh, hier. Komm ich hier hoch? Naja, so einmal halb. Wir können ja nicht mehr sterben beim Springen. Es ist auch fies, dass ich hier nicht hundertprozentig sehe. Durch die Bäume. Halt, nicht laufen. Doch laufen. Ach, super. Mit Roller. Jawoll. Schön. Ein paar Fläschchen. Was gegen Krankheit. Auch gut. Kriege ich die ja schon auf? Zu schwer. Mann, wir brauchen schwere Schlösser knacken. Unbedingt. Wir brauchen dafür aber noch ein paar Lernpunkte. Denn Liebeskunst 30. Das heißt, wir brauchen noch 18 Punkte. Und dann halt noch 5 für das Erlernen. Und auch eine Menge Geld dafür. Aber das haben wir gerade nicht. Wir haben gerade ja, gut 1.500 Gold knapp. Ein bisschen Zeug können wir noch verkaufen. Achso, man hätte auch so hier hochlaufen können. Oh, ein Wolf. Sehr gut. Drei Wölfe. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich da keinen Stich gegen diese Drecks-fucking-Biester sehe. Oh nee, das gibt's nicht. Echt nicht. Ohne Scheiß. Mann.